Dein Welpe beißt dir ständig in die Hände, in deine Klamotten, er beißt dir eventuell sogar in die Füße oder in die Beine. Jeder Besuch wird überschwänglich mit Springen, Beißen, extremen Lecken oder so begrüßt. Oder vielleicht ist es bei euch ja auch so, dass jeder Abend gleich ist. Immer abends gibt es ein Riesentheater, dein Welpe dreht völlig durch, rennt über Tische und Bänke oder übers Sofa. Oder vielleicht sagst du auch, wir waren nur einfach im Garten und der dreht hier völlig frei und beißt mir in die Füße oder so. Na, kommt dir irgendwas davon bekannt vor? Und du hast vielleicht auch schon wirklich viel ausprobiert, aber nichts hilft. Er macht es trotzdem weiter. Ich erkläre dir in diesem Video, warum dein Hund das macht und was du dagegen machen kannst, damit er das Beißen sein lässt. Denn es ist wirklich wichtig, dass du erkennst, warum macht ein Hund das eigentlich? Denn nur wenn du das weißt, dann kannst du auch richtig handeln. Und der letzte Punkt, der wird dein Leben mit deinem Welpen verändern. Abonniere gerne meinen Kanal, dann verpasst du nämlich kein Video mehr von mir. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich ganz besonders. Mein Name ist Claudia Paulix, ich bin zertifizierte Hundetrainerin, Dozentin und Ausbilderin von Therapie- und Schulhundeteams. Und hier auf meinem Kanal bekommst du wertvolle Hundehaltertipps, die du sofort mit deinem Hund umsetzen kannst. Bevor wir darüber sprechen, wie du deinem Welpen das Beißen abgewöhnst oder besser noch, wie er gar nicht in die Situation kommt, dass er zum kleinen Schnappi wird, möchte ich dir hier eine Sache vorweg sagen. Du bist nicht alleine. Es gibt wirklich sehr viele Hundebesitzer, die vor dem Problem stehen und dessen Welt irgendwie so aus den Fugen gerät. Nun ist der Welpe endlich da und ihr habt so lange auf ihn gewartet und dann läuft es irgendwie gar nicht so entspannt. Dein kleiner Fratz war beim Züchter noch so ruhig und so entspannt und hat immer geschlafen und auch die ersten ein, zwei Tage im neuen Zuhause waren auch entspannt, da hat er auch immer nur geschlafen und nun wird das kleine Kuschelmonster zu so einem Monster-Schnappi. Und nicht zum Kuschelmonster, sondern zum Schnabbi-Monster. Und selbst meine Kunden, die ich darauf vorbereite, mit denen ich, bevor der Welpe ins Haus kommt, darüber spreche, die aufkläre, selbst die stehen häufig dann doch vor diesem Problem, dass der Welpe irgendwann anfängt zu beißen. Und wisst ihr was? Ein Stück weit ist das halt auch normal. Denn das sind Welpen. Also ihr könnt es ungefähr mit Babys oder beziehungsweise mit Kleinkindern oder so vergleichen, ne? Jedes Kind, auch das ruhigste und ausgeglichenste Kind, bekommt irgendwann mal so einen Wutausbruch. Na, und so ist es bei den Welpen eben auch. Die einen mehr und die anderen weniger. Nun ist es aber deine Aufgabe, deinen Welpen kennenzulernen, zu wissen, hey, warum beißt er eigentlich gerade? Und dann richtig zu handeln. Aber dafür schaust du ja auch dir das Video an und ich begleite dich, denn lass es dir wirklich gesagt sein, du bist nicht alleine. Kommen wir mal zu deiner Fellnase. Warum beißen Welpen? Sind sie aggressiv? Nee, sie sind drüber. So nenne ich das immer. Und hier kommt es auf die Aufzucht an, auf den Charakter und auf dich. Das richtig gehört. Auf dich kommt es an. Fangen wir aber erstmal mit dem Züchter an. Wo hast du deinen Welpen her? Was hat er bis jetzt erlebt? Bist du der erste Besitzer oder hat die kleine Maus schon die Familie gewechselt? Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Familien einen Welpen holen, ohne sich darüber klar zu sein, wie viel Arbeit es bedeutet und geben die kleine Maus dann wieder ab. Entweder zum Züchter oder sie landen bei eBay Kleinanzeigen. Und dann haben sie natürlich schon einen Rucksack. Dann bringen die schon ein bisschen was mit. Gehen wir zuerst davon aus, dass dein Welpe vom Züchter kommt. Nun ist es entscheidend, wie die ersten Wochen beim Züchter waren. Es wird ja immer geraten, dass die Welpen so viele Menschen wie möglich, groß, klein, laut etc. kennenlernen sollen. Und das nehmen einige Züchter leider etwas ein bisschen zu ernst und machen ein bisschen zu viel. Denn bei sehr vielen Welpen, die in der Kinderstube so übergriffig behandelt wurden, also damit meine ich Folgendes: Wenn Kinder nimm jetzt mal Kinder, ne? Wenn Kinder unbeaufsichtigt in den Welpenstall kommen, zum Beispiel auf dem Bauernhof oder Reitstall oder so, ne? Da sind die Welpen ja meistens draußen in einem Stall und natürlich sind sie dann die Attraktion schlechthin und alle wollen den Welpen anfassen und hochnehmen und so und ja, wollen an ihm rumgrapseln und wollen ihn hin und her schleppen. Und dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser kleine Welpe ein kleiner Beißer wird, ein kleiner Schnapper. Denn der Welpe, der hat gelernt, dass er nicht so nett von Menschen behandelt wird. Auch wenn wir Menschen das eigentlich süß finden, wie sich die Kinder mit den Welpen so beschäftigen und wie sie sich um die Welpen kümmern, ist das meistens kein schönes Verhalten den Welpen gegenüber, ne? Und die Welpen entwickeln dann so mit der 8., 9. Woche die Strategie zu schnappen und zu beißen, weil sie eigentlich in Ruhe gelassen werden wollen, ne? Sie landen in den Haaren, sie beißen in die Hände oder in die Klamotten oder so und werden so ein bisschen rüpelig, sag ich mal. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass die Welpen keine Kinder kennenlernen sollen. Im Gegenteil, auf jeden Fall sollen sie Kinder kennenlernen, ne?
Und die Kinder, die dürfen auch die Welpen mit auf den Schoß nehmen und auf den Arm nehmen und so, aber kontrolliert und eben nicht so übergriffig. Die meisten Kinder würden die Welpen sozusagen so unter den Arm klemmen, ne, dass die Beine hier so runterhängen oder so. Oder sie würden den Welpen anfassen, wenn er schläft. Man darf den Welpen anfassen, wenn er schläft. Das ist nicht per se verboten. Aber auch da sollte man als Erwachsener ein Auge drauf haben, wie das Kind oder auch der Erwachsene den Welpen streichelt, ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, nicht nur Kinder können da viel falsch machen, sondern die Erwachsenen eben auch, ne? Wir Erwachsenen können ja auch schon die ersten Fehler machen. Wie viele erwachsene Menschen kommen regelrecht in so eine Verzückung, wenn sie so einen Welpen sehen? Es wird gequietscht, es wird gegrapscht, es wird hochgenommen, es wird sich rübergebeugt oder so, ne? Und aus Hundesicht, wenn wir uns die Hundesprache mal anschauen, dann ist das leider alles nicht so schön, was wir Menschen da machen. Es ist sehr, sehr übergriffig. Und die Menschen, die meinen das überhaupt nicht böse. Im Gegenteil. Wir Primaten, wir wollen ja immer alles umarmen. Wir wollen alles anfassen, was wir lieben und was wir toll finden. Die Kaniden aber eben nicht. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Spezien halt, ne? Also, kommen wir zum Züchter zurück. Wenn dein Hund beim Züchter schon die Erfahrung gemacht hat, dass er so übergriffig behandelt wird oder wurde oder es generell sehr hektisch dort zuging, dann kann es sein, dass dein Welpe schon mit diesem unentspannten Sein, mit diesem nicht so stressresistenten Sein zu dir kommt. Es ist nämlich für das Stressmanagement deines Welpen sehr, sehr wichtig, wie die ersten Wochen in seinem Leben so aussahen. Beziehungsweise, eigentlich geht es schon im Mutterleib los. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Apropos anderes Video: Es gibt bereits ein Video, wo ich die vier größten Fehler von Welpenbesitzern erkläre. Ich blende dir das mal hier ein. Wenn dein Welpe in der Welpenstube nicht zur Ruhe kommen konnte, dann kann er mit stressigen Situationen später mal in seinem Leben mit Veränderungen nicht so gut umgehen. Er muss sich halt viel ausruhen, er muss viel schlafen. 20 Stunden am Tag sollte ein Welpe ruhen bzw. schlafen. Aber natürlich kann es auch sein, dass dein Welpe eine tolle Kinderstube hatte. Der Züchter hat alles ganz prima gemacht, der Welpe hat viele Reize angemessen kennengelernt, hat auch genügend Ruhephasen gehabt, in denen er das Gelernte verarbeiten konnte. Und trotzdem hast du jetzt einen Schnappi zu Hause. Ja. Kennst du das Sprichwort, nach müde kommt blöd? Und so musst du dir das ungefähr vorstellen. Dein Hund ist einfach durch mit der Welt. Es ist ihm alles viel zu viel. Er ist völlig überreizt. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, da ist ja wirklich gar nichts los. Ne, ist doch alles total entspannt. Wir sind völlig ruhig. Es passiert doch gar nichts. Und doch dreht er durch, wenn ihr zum Beispiel im Garten seid oder so und springt über Tische und Stühle und Bänke. Aber wenn du jetzt mal ganz genau hinschaust und dann wirklich mal drüber nachdenkst, dann ist für den Welpen schon eine ganze Menge los. Du hast ja sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Er ist von der gewohnten Umgebung weg. Er ist von seinen Geschwistern weg. Er ist von seiner Mama weg. Er kennt euch nicht, auch wenn ihr ihn besucht habt. Ne? Aber richtig kennt tut er euch nicht. Er kennt eure Gerüche nicht. Er kennt eure Wohnung nicht, euren Garten nicht. Ne? Für ihn ist alles neu. Er muss einfach alles kennenlernen. Er muss euch kennenlernen. Er muss euer Zuhause kennenlernen. Eventuell habt ihr noch andere Tiere oder Menschen im Haus. Die muss er kennenlernen. Er muss den Garten kennenlernen, etc., etc., etc. Und ja, ich weiß, der Welpe ist endlich da und nun soll es losgehen und man möchte mit ihm Gassi gehen und er soll doch Sitz und Platz lernen. Und vielleicht stellst du dir den Wecker alle 2 Stunden, damit er rausgebracht wird, weil er soll ja so schnell wie möglich stubenrein werden. Und so weiter und so weiter. Ach ja, stimmt, die Familie ist ja auch noch da, ne? Die wollen das Familienmitglied dann auch kennenlernen. Und ach Mann, vielleicht fahrt ihr auch noch Auto und fahrt hierhin und dahin. Und das ist einfach so wahnsinnig viel, was auf den kleinen Welpen einprasselt. Und das macht müde. Und deswegen, nach müde kommt blöd. Ich verlinke dir hier nochmal das Video mit den größten Fehlern, die Welpenbesitzer machen. Da erkläre ich dir, warum du nicht mit deinem Welpen spazieren gehen solltest. Eins könnt ihr euch hinter die Löffel schreiben. Ein Welpe beißt immer, wenn er mit den Gefühlen drüber ist. Und das kann natürlich auch im Spiel sein, klar. Und jetzt ist es deine Aufgabe herauszufinden, was ist denn da so los, ne? Wenn du die Situation hast und dein Welpe dreht frei, dann halte kurz inne und überlege, warum macht er das jetzt gerade? Hat er eventuell schon einen Tag hinter sich? Ist es vielleicht schon abends? Ne? Seid ihr irgendwo gewesen? Vielleicht beim Tierarzt oder im Futterhaus oder so? Hatte er heute vielleicht Spielstunde? Wart ihr beim anderen Welpen? Oder war das Wetter ganz toll und ihr wart den ganzen Tag im Garten und ein bisschen rumgewerkelt? Auch hier ist ordentlich was los, ne? Schmetterlinge, Blätter, Stöcker, hier fliegt was, da fliegt was. Man kann dies entdecken, man kann jenes entdecken, ne?
Oder hattet ihr vielleicht Besuch oder so? Oder vielleicht hast du mit ihm trainiert, Sitz und Platz oder Markertraining oder, oder. Also überlege dir kurz, was war heute denn so los? Und denk immer an die Worte, die ich am Anfang gesagt habe. Ein Hund, der beim Züchter schon schlechte Erfahrungen gemacht hat oder nicht zur Ruhe kam, der hat schon mit ganz kleinen, wenigen banalen Dingen zu kämpfen. Die meisten Welpen reagieren übrigens mit Beißen auf Druck. Das heißt, wenn du deinen Welpen, wenn er so beißt, so wegschiebst und wegschubst oder das Knie hochreißt oder so, ne? Oder vielleicht sogar runterdrückst oder den Schnauzengriff machst oder so, oh, wovon ich dir übrigens dringend abrate. Denn das Runterdrücken oder so, diesen Schnauzengriff, das macht die Hundemama wirklich nur im absoluten Ausnahmefall. Also ich habe es eigentlich noch nie gesehen. Und dann ist es auch so, dass wir Menschen gar nicht das Timing und die Intensität beherrschen. Also wir können es nur falsch machen. Und wie gesagt, ich habe es auch noch nie gesehen, dass Nala zum Beispiel das bei ihren Welpen auch nie gemacht. Das Einzige, was du erreichst, ist, dass du für deinen Welpen unberechenbar bist und dass er dir nicht vertrauen kann. Also bitte, bitte, bitte mach so einen Blödsinn nicht. Wenn es jetzt passiert ist, dann ist passiert, so what, aber nicht mehr machen. Und auch Welpen, die so ständig gestreichelt werden, es aber eigentlich nicht mögen, angefasst zu werden, die reagieren auch mit diesem Schnappen. Also Hunde, die nicht angefasst werden wollen, die reagieren damit. Also hier auch eine Memo an dich, Finger weg von den Welpen. Auch wenn es schwer fällt, aber versuch dich bitte daran zu halten. Viele berichten auch, dass der Welpe mit aufs Sofa darf, was auch völlig okay ist. Aber da fängt er dann an herumzubeißen. Und das ist natürlich nicht okay. Und auch hier heißt es, den Welpen nicht anfassen. Ganz, ganz wichtig. Und außerdem sollte er dann sanft vom Sofa runtergenommen werden. Hebst ihn mal so ein bisschen runter. Ne? Wenn er dann zum Beispiel an dem Sofa hochspringt und auch immer wieder ankommt so, ne? Und du ihn immer wieder wegschiebst, dann kann es auch ein Grund sein, warum er wieder anfängt zu beißen. Dann fängt er dir an, in die Finger zu beißen oder in die Sachen zu beißen oder so. Auch hier mein Rat, wenn du den Hund korrigierst, dann richtig und dann so, dass du es nur ein einziges Mal machen musst. Aber dazu nehme ich dir nochmal ein separates Video auf zum Thema Abbruchssignal. Am besten abonnierst du meinen Kanal und aktivierst die Glocke. Dann bekommst du das natürlich auch mit, wenn das Video dann hochgeladen ist. Und jetzt zeige ich dir, wie du am besten reagierst, wenn dein Welpe jetzt noch nicht so krass unterwegs ist, ne? Nur ab und an mal schnappt, weil er müde ist, weil er kaputt ist. Reizüberflutet oder so, ne? Dann reicht das, was ich dir jetzt zeige, völlig aus. Zu den anderen Knallis sage ich nachher auch noch mal was. Wir machen es quasi so, wie es auch die Welpen untereinander machen oder auch die Mama, wie die Mama den Welpen es beibringt, nicht zu beißen. Es geht hier nämlich um die Beißhemmung. Früher hat man gedacht, dass die Beißhemmung angeboren ist. Heute weiß man, dass der Hund sie erstmal lernen muss. Also heute ist man ein bisschen schlauer. Wenn du die Hunde untereinander beobachtest, dann wirst du Folgendes sehen. Sie spielen miteinander und sie kappeln sich so, ne? Und dann passiert es, dass einer übermütig wird und beißt, sich quasi im Spiel vergisst und zu doll zuschnappt. Nun passiert das. Der gebissen wurde, der quiekt einmal und also quiekt einmal laut auf. Und jetzt kommt das Wichtigste, er beendet die soziale Interaktion. Also er geht weg. Manchmal gibt es noch mal einen auf den Rüssel, ne, das ist noch mal so, was sollte das denn? Ne? Also er schnappt vielleicht noch mal nach oder so, aber auch nur ganz, ganz kurz. Ne? Aber entscheidend ist, dass er weggeht. Also der gebissen wurde, geht weg. So lernt der Welpe, der zu doll gebissen hat, oh, wenn ich das zu doll mache, dann ist das tolle Spiel vorbei. Oh man, oh, das ist ja doof. Und ihr Lieben, deswegen halte ich auch gar nichts von diesem Quietschespielzeug für Welpen. Denn was passiert denn da? Der Welpe beißt in das Spielzeug, es quiekt. Der Welpe lässt los, das Teil bleibt aber liegen. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und er beißt dann nochmal rein, wieder quiekt es, er lässt wieder ab, guckt das Teil an, es bleibt immer noch liegen, ne? Und der Welpe wiederholt es. Und dann kommt eventuell auch noch der Jagdtrieb dazu oder der Jagdmodus dazu, denn es ist ja Beute, ne? Und das finde ich eher kontraproduktiv, wenn der Welpe, der noch keine Beißhemmung gelernt hat, mit so Quietschi-Krams spielen darf. Also ich würde das nicht raten. Weil wie soll er dann wissen, dass wenn er bei seinen Geschwistern oder bei seinen Kindern oder bei dir zu doll zubeißt und du dann quiekst, Aua sagst oder so, dass er dann loslassen soll? Das versteht er nicht so gut. Also, du musst deine soziale Interaktion wegnehmen. Na, du musst dich wegdrehen. Du kannst zum Beispiel das hier machen. Wenn du jetzt hier mit deinem Welpen bist, ne, und du bist hier in Gange und so und dein Welpen fängt an zu beißen, dann ist es super wichtig, dass du sofort reagierst. Nicht erst, au, nein, wegschubsen, lass das. Also Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, aber ich bin total zerbissen, da denke ich immer so, oh, wie kann das sein? Zerbissen oder dein Hund kann dich ja nur zerbeißen, wenn du das zulässt. Aber wenn er einmal beißt und du sagst gleich, au,
und machst hier Folgendes. Das heißt, du drehst dich wirklich weg. Wenn hier mein Welpe ist, drehe ich mich so weg. Also ich drehe mich wirklich um. Wenn du einen Hund hast, der halt schon so gelernt hat, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, schlechte Erfahrungen gemacht hat und so, der wird vehementer sein. Der wird in die Haare beißen, in die Klamotten beißen oder so. Das ist wirklich ein deutliches Zeichen, dass da schon viel schief gelaufen ist, dass du deinen Hund sehr überfordert hast oder beim Züchter was schiefgelaufen ist oder, ne? Da musst du dich dann komplett wegnehmen. Also dann gehst du richtig aufs Sofa rauf und du nimmst deine Füße hoch. Also du nimmst wirklich deine Füße hoch, sodass dein Hund nicht an dich rankommt. Also nehme deine Interaktion weg, ne? Deine soziale Interaktion und lass ihn in Ruhe, fass ihn nicht mehr an. Aber das Wichtigste, ihr Lieben, ihr müsst es sofort machen. Beim ersten Beißen, er beißt, au! Und du nimmst die Hand weg, die Füße weg, du gehst so hoch auf die Couch, Füße hoch und nimmst alles weg, was er so zu fassen bekommen möchte. Und biete ihm was anderes an, das ist auch sehr wichtig, ne? Biete ihm was anderes an, nimm ein Zehrteil, ein Stoffting, du kannst zum Beispiel auch ein Taschentuch so zusammenknoten oder so. Und wenn er anfängt zu beißen, dann gibst du ihm dieses Stoffding oder das Taschentuch oder so, dann kann er darauf rumbeißen, dann kann er sich darauf abreagieren, ne? Und nicht an deinen Händen und an deiner Kleidung, weil sie machen das halt aus Übersprung, ne? Und es muss nicht immer sein, dass er komplett drüber ist, es kann auch sein, dass er einfach sich freut und diese Gefühle widerspiegelt und weiß nicht wohin mit seiner Energie und dann fängt er an zu knapseln und dann nimmst du halt irgendein leichtes Stoffding, kann auch so ein klein Zergelchen sein oder so, kannst auch selber was basteln und dann bietest du dem Hund das an, dann soll er da reinbeißen. Und wenn du das so machst, dann wird das vielleicht so sein, so machen meine das zum Beispiel, dass sie immer, wenn ich reinkomme oder so, haben die immer was im Maul und tragen was rum und beißen da dann so ein bisschen drauf rum. Ne? Dann ist es nicht deine Hand, sondern ist es dieses Stoffteil, das Zergelchen. Wenn du einen Hund hast, der aber bereits das, was ich oben beschreibe, erlebt hat, ne? Also diese Knallis, die da sehr vehement sind, dann wird es länger dauern, dass er dir glaubt. Jetzt musst du dich erstmal beweisen. Du gehst im Endeffekt genauso vor. Du nimmst deine soziale Interaktion weg, aber eventuell lässt dein Hund nicht locker. Er beißt nochmal nach und schnappt nochmal nach. Ne? Es kann helfen, wenn du deinen Welpen wortlos anleinst, wortlos. Ne? Hier würde ich ihm aber auch noch einen Knochen oder einen gefüllten Kong oder eine Leckmatte oder so dazugeben. Da schmatzen alle schon. Denn es soll ja keine Strafe sein, er soll ja nur runterkommen. Er soll sich entspannen, er soll sich ausruhen. Oder ich arbeite hier auch super gerne mit einer Hundebox. Auch hier werde ich dir zu diesem Thema Hundebox nochmal ein extra Video aufnehmen. Also du siehst, abonnieren und Glocke aktivieren, das lohnt sich, ne? So, nehmen wir mal an, dein Welpe ist so richtig in Rage, ja? Hängt dir am Hosenbein, beißt rum und ja, knapschelt, ne? Wenn dem so ist, dann mache Folgendes. Du bleibst ruhig stehen und jetzt bietest du ihm einen Keks an, hältst ihn direkt unter die Nase. Du sollst ja eh immer Kekse bei dir behalten haben, jetzt im Moment, damit du deinen Welpen immer schön und schnell bestätigen kannst. Solltest du eh Kekse in der Tasche haben, ne? Und dann gehst du raus aus dem Raum. Du gehst ganz raus, Tür zu. Aber nur ganz, ganz, ganz kurz. Wirklich nur raus und wieder rein. Dann kommst du wieder rein und verhältst dich ganz normal. Beißt er wieder ins Bein, dann wiederholst du das. Genau das Gleiche. Und du machst es so lange, bis er es nicht mehr macht, wenn du reinkommst. Und du brauchst auch wirklich keine Angst haben, dass du das Beißen bestätigst. Das passiert nicht. Der ist sowieso so drüber, der kriegt eh nichts mehr richtig mit. Also er ist gar nicht aufnahmefähig, ne? Weil er komplett drüber ist. Nun kommt aber wieder das Wichtigste. Du musst quasi den Hund in Ruhe lassen, ihn nicht anfassen, nicht wegschieben, nicht an ihn rumfummeln oder so, ne? Sondern du musst ihn nicht anfassen. Eventuell musst du ihn auch zur Ruhe zwingen, also wieder anleihen oder Pause in der Box. Wenn das Schnappen im Garten passiert, ne? Hüter machen das immer gerne oder Terrier machen das auch gerne, die sind immer ganz vorne dabei, dann nehme ich mir Hilfsmittel zur Hand. Und zwar einen Besen oder eine Hake oder sowas. Du weißt ja ungefähr, wann dein Knalli es wieder macht, wann er wieder auf dich zugerannt kommt und dir in deine Beine beißen möchte oder so, dann bist du vorbereitet. Dann hast du hier deine Schaufel oder so. Du sollst deinen Welpen damit bitte nicht hauen oder so. Ne? Du hältst es nur so vor deine Beine, vor deine Füße, wehrst es quasi so ab. Ne? Und wenn er dann ablässt, dann kannst du ihn loben und dann darfst du und solltest du vielleicht auch Kekse werfen. Ne? Dann bekommt er einen Keks und sagst du, prima, hier, bitteschön, super gemacht. Denn denke daran, er muss das hier erstmal lernen. Ne? Und Hunde zeigen ein Verhalten häufiger, wenn sie etwas davon haben. Also lobe deinen Hund. Wenn er brav ist, nicht mit streicheln. Ha, nicht wieder streicheln. Dann habt ihr das Gleiche wieder. Ne? Nicht streicheln. Also fassen wir mal zusammen. Überlege dir bitte ganz ehrlich, warum könnte dein Hund beißen? Und denke da nicht an dich, sondern denke daran, was könnte für deine Fellnase zu viel sein.
Bringe ihm die Beißhemmung bei. Und zwar reagiere sofort, wenn er beißt. Nicht erst dieses Aua, ah, nee, au, lass das, nein, n, sondern wirklich sofort beim ersten Gebeiße. Ne? Gönne ihm eine Auszeit, gerne mit was zum Kauen, gib ihm Knochenleckmatte oder so. Und wenn du das alles so machst, dann wirst du sehen, dass du bald kein Schnappi mehr hast. Oder dass er gar nicht erst einer wird. So, ihr Lieben, Nala ist schon ganz warm, die fängt ja schon die ganze Zeit an zu hecheln. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare. Es freut mich immer sehr, von euch zu lesen. Ihr könnt mir da auch gerne Fragen reinstellen. Und ja, das war mein Senf zu diesem Thema. Ich wünsche euch jetzt eine magische Zeit. Nala hat keine Lust mehr. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.